Und damit willkommen zum letzten Part von Let's Play New Super Mario Bros. U Deluxe. Ich kann's nicht oft genug sagen, natürlich bekommt New Super Luigi U ein eigenes Let's Play namens New Super Luigi U Deluxe, ganz klar. Wir haben noch 4 Level vor uns und die knacken wir heute natürlich kein Problem, Freunde. Wir kamen im letzten Part so gut durch, ne? Es geht direkt weiter. Superstar Boulevard 6, brennende Klippen. Den Level, den man bekommt, wenn man in den Candesminen alle Sternenmünzen einsammelt. Die 6. Welt, hier die Referenz. Das sieht immer so echt freundlich aus. Der Hintergrund ist hell und einladend. Und dann ist dieser Kontrast mit diesen wunderschönen, flammend heißen Barrieresäulen. Ne, die haben auch einen Namen. Sag mir nicht, der Name heißt Barrieresäulen. Das ist jetzt nicht so wild. Berühmt-berüchtigt ist da der Luigi-Level davon. Da erwartet uns noch einiges, ne? Generell, das wird ein Spaß, ne? Luigi U, da kann man so langsam mal einen Blick drauf werfen. Da wird es einfach am nächsten Part weitergehen. Das heißt, im nächsten Part. Das ist schon dann, beginne ich wieder bei Part 1 nach reiflicher Überlegung. Wäre auch möglich gewesen, es weiter durchzunummerieren, aber nein. Ja, okay. Das unten übersieht man nicht. Da sieht man die Einkerbung. Wer die Starcoins alle gesammelt hat, der hat auch ein Näschen für sowas. Die Luigi U Level. Ich bin so gespannt. Ich mag es nicht, mit Luigi zu spielen. Ja, es wird eine ganz ungewohnte Sprungphysik und alles. Die Level sind schwer. Ah ja. Aber kurz, ne? Das wird es ausgleichen, denke ich mal. Ich glaube, es wird sogar noch ein bisschen kürzer als das hier. Wisst ihr ja, war damals ein DLC. 2013 in the Year of Luigi. Alle haben es gefeiert. Das war sogar irgendwie 0 Uhr kommt's raus, ne? Und da habe ich 0 Uhr direkt Let's Played. Natürlich dauerte es, bis der Part online war. Aber Erinnerung, ne? Ich glaube, es hat ein paar Minuten gedauert und da waren schon alle ganz nervös. Warum geht's nicht? Selten hat sich Nintendo diese 0 Uhr Releases gehalten. Aber damals schon. War auch so dick und breit angekündigt. Und es war dann so beliebt, es kam als eigenes Spiel raus. Also, dass man das sogar im Regal stehen hat, als Retail New Super Luigi U. Ob das so angemessen war, weiß nicht. Die Level rechtfertigen die einen Vollpreistitel? Schwer zu sagen, ne? Hier mit der Deluxe-Version ist auf jeden Fall alles mit drin und das ist schon richtig dann. Ob es denn auch erklärt wird? Ich muss mal, wenn wir dann wechseln, bin ich mal gespannt, ob uns das gesagt wird. Diese Level sind schwieriger. Wenn du Einsteiger bist, versuche dich erst an New Super Mario Bros. Deluxe. Ich habe alle Starcoins, also das hier läuft wie am Schnürchen, keine Frage. Nicht der Rede wert. Ironischerweise finde ich halt auch die Speziallevel, obwohl sie schwieriger sind, gar nicht so schwierig. Das ist ein Phänomen, ne? Das ist wie mit Fußballvereinen, die gegen Niederklassige aus unteren Ligen sich schwer tun, aber gegen gute Gegner. Weil die guten Gegner mitspielen können, dass sie die ausspielen können, aber niedere Gegner, die einfach sich einfach nur verschließen und verteidigen, da tun sich die großen Vereine dann immer ein bisschen schwer. Aber ich kann jetzt überall wieder rein. Ja, komm, versuchen wir nochmal, ob wir Propellerpilze bekommen. Den Pinguin muss ich noch zeigen, verdammt. So, immer die ganz rechten. Und das ist bei dem Goldie jetzt besonders wichtig. Ist die ganze Zeit der geblieben. Okay. Den blauen habe ich noch gar nicht holen wollen, aber ist mir egal. Optimal geschmacksneutral. Das hat sich ja echt gelohnt. Klasse! Da sagst du was. My boy. Aber den Propellerpilz haben wir immerhin im letzten Part schon mal erblicken dürfen. Das heißt, Pinguin. Fragt sich nur, der Pinguin hätte sich empfohlen für die Wasserwelt, ich hält. Tut er das hier? Nö. Aber ich nehme trotzdem jetzt.
Natürlich, nochmal gesagt, aus New Super Mario Bros. Wii. Lucky 2, Lucky Lu, Lucky 2. Die einfallsreichsten Namen gibt es nur hier, aber das sind nicht die deutschen Übersetzer schuld. Das waren, glaube ich, im Original heißt das Level auch so. Also ich kann den deutschen Übersetzern insofern Schuld geben, dass man das nicht versucht hat, besser zu machen. So, ich verrate euch auch eins Spannendes. Der Pinguin Mario, der ist nicht der Beste, was ich sag mal, Springen und so angeht. Der macht... Ja, toll. Macht ihr den hier? Ja, ich weiß ja nicht, was du mit dem Kostüm hier gegen Ende noch anfangen sollst. Gerade mit dem. Der macht kaum Sinn. Unter Wasser bewegt er sich halt wie eine Eins. Scheiße, jetzt bin ich auch schon los, ne? Ich hab nur den einen. Sehe ich da eine Münze, die nach oben zeigt? Das gibt mir doch einen Verdacht. Hier ist immer hoch genug. Lucky 2, Lucky 2, Lucky 2. Na klar. Das ist der Name Programm, ne? Als ob. Ein langer Weg, als ob. How about no? Ich dachte, das führt irgendwo hin. Kinder und Gesangsvereine. Wie kommt's? Warum haltet ihr mich zum Narren? Vor einem Millionenpublikum. Vor einem Tausenderpublikum. Dann ist ein Starcoin einfach so billig in der Landschaft platziert. Ich verstehe euch nicht. Nintendo, ich verstehe euch nicht. Vielleicht ist das der Witz, dass die Starcoins hier in den Special-Welten einfach nicht so krass platzieren. Weil, ja, das sind sie einfach auch nicht. Oh! Aber die Level an sich haben halt einen höheren Schwierigkeitsgrad, wenn man die Starcoins als Aspekt weglässt. Gut. Zeigen wir nochmal den Propellerpilz. Es ist auch gut, ne? Ich sollte nicht so schnell durchrushen. Wir haben nur noch 3 Level. Und allzu kurze Parts mag ich ja auch nicht. Die auch nicht. Ich weiß das aus sicherer Quelle. Zu lange Parts mögt ihr auch nicht. Muss aber auch zugestehen, hat sich schon lange keiner mehr beschwert. Mich guckt ja auch keiner mehr. Das ist auch der Punkt, ne? Das ist auch der Punkt. Keine Zuschauer, keine Kommentare, keine Kritik. Nein, also an der Stelle bedanke ich mich natürlich bei dir, der du gerade zuhörst. Dass du auch 2019 noch Let's Plays schaust. Ich weiß nicht, ob es nur meine Schuld ist. Aber ihr kennt das Thema ja, ne? Let's Plays. Ein Relikt vergangener Zeiten. Ich mach's trotzdem noch gerne. Das ist eine geile Plattformkonzept. Oh, da sehe ich was Cooles. Oh, shit, Mann. Ich bräuchte da was. Oh nein, ohne Feuerblumen ist es schwieriger. Oh mein Gott, das wird ein Ding der Unmöglichkeit. Also mit so einem Propeller. Mit dem Propellerpilz wäre schwierig. Aber mit einem Flughörnchen. Nee, du bist doch ein bisschen zu niedrig. Was zur Hölle? Aber mit einem Propellerpilz kommen wir locker an die Wolke. Ah, it's a me. Nee, du brauchst doch definitiv die Wolke. Du kommst halt nicht mehr zurück. Mit dem Flughörnchen. Käse. Propellerpilz, Flughörnchen. Auch Tanuki und Cape würden dir nicht helfen. Musst. Ohne Wenn und Aber. Du musst. Auf einen Lucky Two Wolke an der Stelle. Und sind wir mal ganz ehrlich, Lucky 2 nerven einen schon immer. Ne? Nemesis in Super Mario Bros. Oh, Leben. Auch weil sie so unberechenbar fliegen. Oder was heißt schon, sind schon irgendwo berechenbar. Der Witz ist, das ist eigentlich ein Bug gewesen, habe ich schon mal irgendwo erzählt. So wie die Lucky 2s fliegen in Super Mario Bros. 1, war einfach ein Bug, den die Entwickler nicht gefixt bekommen haben. Also Lucky 2 sollte deutlich anders fliegen. Einfacher, simpler.
Wir haben es nicht gefixt bekommen, aber es hat auch einen gewissen Anspruch und dann haben sie es gelassen. Nicht wahr, oder? Wenigstens habe ich ihn. Und es hat sich halt durchgehalten, ne? Wir passen in diesem Spiel zum Beispiel das Flugverhalten natürlich dem originalen Lucky Two an, so ein bisschen. Großen und Ganzen. Behebe ich nämlich noch einen Stachy. Aber ursprünglich war das ein Bug, dass er so... Ja, je nachdem, wie Mario auch geguckt hat und gelaufen ist, ne, ist er schneller oder langsamer in die oder die Richtung. Es sieht aus wie ein ausgeklügeltes Konzept, nur damals kamen die echt nicht dahinter, wie das überhaupt ging. Es ist witzig, ne? Es ist witzig. So, letztes Pilzhaus im Spiel. Grabben wir noch was ab. Hier wird's wohl... Ja, nur zwei Sachen. Behalten offenes Auge. Jetzt habt ihr mich aber. Oh shit. Einmal haben sie mich bekommen. Scheiße, ne? Ja. Tot. Mehr wolle net Präbele. Wie es im Hessischen gesagt werden kann. Mehr wolle net Präbele. So, wenn ich jetzt wüsste, was der Level 9-8 ist, dann könnte ich da auch was sagen. Mysterium der Morgensternfestung. Ach ja. Ich glaube, das ist ganz entspannt mit dem Pilz. Das ist eine Eichel. Eichelpilz. Geschlechtskrankheit. Nein. Die Super Eichel heißt offiziell. Aus gutem Grund. Oh, was? Der schwierigste Sprung im ganzen Spiel. An dieser Eisblume vorbei. Ja. Die Festung gibt's, wenn ihr alle Starcoins im Pilzpalast gefunden habt. Ich finde, die Morgensterne sehen echt cool aus. So, ich nehme jetzt eine Eisblume. Wenn keiner was dagegen hat. Ich hab die Starcoin. Wenigstens sterbe ich mit einer Starcoin in der Hand. Na gut, vielleicht ein Ding für einen Propellerpilz. Ich weiß, ich bin ein bisschen inflationär gerade damit. Also wer vielleicht nur den letzten Part verfolgt hier. Es gibt Leute, die gucken sich nur den ersten und den letzten Part an. Ich habe mich echt immer bemüht, keine Items zu nehmen. Und wenn, dann auch nur ein Pilz oder so ein Quatsch. Mir nicht unbedingt das Leben einfacher gemacht durch Power-Ups. Muss auch dazu sagen, du kriegst halt relativ zu Beginn des Levels immer ein Power-Up. Beziehungsweise ist dann ein Pilz. Wenn du halt mit dem Pilz startest, kriegst du halt schon das empfohlene Power-Up, ne? Je nach Level. Deswegen muss ich so ein bisschen dran denken. Ja, es ist eine Pussy-Variante. Dafür entschuldige ich mich auch in aller Form. Würde es aber immer wieder tun. Ich bereue nichts. Drecksack. So. Die... fünf... Oh mein Gott. Die fünftletzte Starcoin im Spiel. Wie soll man die denn ohne weiteres erreichen? Jetzt, wenn man kein Power-Up hat. Da ist ein Stern drin, oder? Rechts. Ja, muss, ne? Es geht schon, keine Frage. Es geht schon. Aber es ist immer so ein bisschen eine Grenze. Was muten die Entwickler dem Spieler zu? Na, haben die so ihre Grenzen und Prinzipien. Man kann ja nicht an den Ketten vorbei. Sonst würde ich da nicht die ganze Zeit stoppen. Ist klar, ne? Oh, fuck it. Ja, moin! Eine hätte ich noch gerne. Die viertletzte Starcoin im Spiel. Wenn die uns gleich in die Arme läuft, da ist sie. Oh nein, falsch, ne? Ja...
Falscher Zeitpunkt. Was ein Ärger. Gut, dass wir Zeit haben. Hier gibt's halt keine Checkpoints. Das ist auch so ein bisschen eine Schwierigkeit und der Star World ist in Ordnung. Keine Checkpoints. So, und ich darf das jetzt schön lösen. Ohne einen Propellerpilz. Muss aber auch zugeben, das ist dann besser für mein Gefühl. Nicht, dass ich mich um mein Gefühl kümmern müsste, weil ich bin so gefühlslos wie so ein Morgenstern. Aber ja, hinterher motzen dann immer Leute. Du hast Power-Up benutzt! Jetzt benutze ich halt, was in dem Spiel vorhanden ist. Also es fühlte sich ein bisschen leicht gemacht mit dem Propellerpilz, was die zweite Star können. Na, ist alles okay. Wo die Leute es einem halt echt krumm nehmen, ist es in solchen letzten Leveln. Wie bei Super Mario 3D Land und World, ne? Oder Super Mario Odyssey auch. Power-Up benutzt! Obwohl, da ist es ja so gang und gäbe. Aber 3D Land und World halt vor allen Dingen. Zu Recht. Weil das dann ohne Power-Up hinzukriegen ist, ehrenwerter. Gerade dort, ne? Das ist auch kein Vergleich mit hier. Wie die ineinander greifen, eigentlich zu weit ineinander, oder? Und alle, hopp. Nimm noch mit, was geht! Du kannst was gut machen. Wir benutzen Power-Up! So, alles gut. Wir haben es im Griff. Auf dem sinkenden Schiff. Warum hört er nicht auf, stachlig zu sein? Hä? Warum hat er nicht aufgehört? What the fuck? Ich hatte schon längst eingeplant, dass er wieder alles einzieht. Ah, bin ich dumm? Ah! Spring doch bitte. Ja, gut. Ich will ja nicht, dass ihr noch mit denselben Level, dass ihr euch langweilt, ne? Die Watchtime, Mann. Ach Gott, ich muss mir eh keine Gedanken mehr um meinen Kanal machen. So. Das war das. Das Pilzpalast-Line-Level-Dingsbums, ne? Ja. One to go! Er schaltet sich jetzt frei. Da sieht man auch schon die Platte, die sich jetzt umdreht. Yeah. Der letzte Level steht dir jetzt zur Verfügung. Dafür gibt's auch den vierten Stern. Der muss brachial schwer sein. Den Panzer im Visier. Was war das doch gleich? Den Panzer im Visier? Das war New Super Mario Bros. Wii mit dem Magnum Builds, ne? Ach, der Panzer riegelt hier. Moment. War das überhaupt ein Spaßlevel? Ich weiß es nicht ganz. Es war auf jeden Fall nichts sauschweres, aber ich hatte jetzt, ehrlich gesagt, was anderes im Sinn. Mal gucken, was der Panzer immer bewirkt. Die tanzen auf jeden Fall munter. Das ist immer sehr friedliebend. Man kann den Level auch durchrennen, aber bringt's halt nicht, ne? Achso, der kommt doch nicht zurück? Ja, kann er ja nicht. Wäre aber noch so viel gewesen. Ich hätte ihn anders werfen müssen. Fail. Haben sie einfach ein paar Kettenreaktionsspielchen eingebaut. Jetzt extra Leben satt, aber leider habe ich davon schon so viele. Muss ich überhaupt Anstrengungen unternehmen? Nö, ja, das sind die letzten beiden Starcoins. Ich habe echt an das aus dem Wii-Teil gedacht. Das habe ich gar nicht anders im Kopf. Ich glaube, das hat nicht so geklappt, wie es sollte gerade.
Was soll denn der Blödsinn? Es hat nicht geklappt, wie es sollte. Ja, und dann... Hä? Ja, dann... Merkwürdig. Ein bisschen strange gelaufen. Hä? Er hat nicht die... Also es ist wie beim Domino Day. Nur, dass manche Sachen einfach nicht umfallen wollen. Den Panzer im Visier. Strange. Vor allem hätte ich es besser gefunden, wenn der ein und derselbe Panzer im gesamten Level derselbe gewesen wäre. Wäre jetzt auch nichts, was nicht Mario Maker Leute schon zaubert hätten. Vielleicht weil der auf der falschen Seite ist, weil der umgedreht ist. Vielleicht hat er einen etwas anderen Trall dadurch. Kann ich nicht mal beantworten. Interessiert mich ja nicht mehr. Ich guck mal den Kollegen an, der rammt auch nichts. Das ist irgendwie verrückt. Ich würde da sogar einen mal mitnehmen. Arbeiten die jetzt zusammen? Och shit, nee, oder? Was? Kid. Alles eine Frage des Timings. Also, damit wir das mal gediegen haben. So macht er das auf. Sammelt mir auch die Starcoin ein. Dann geht's munter weiter. Und die Ranke. Du musst einfach nur im richtigen Augenblick den P-Switch betätigen. Ja, das musste ich ein bisschen observieren vorher, also. Und das war's auch schon. Ein wirklich sehr unspektakulärer letzter Level. Dafür, dass er so anmoderiert wird quasi. Du hast den letzten Level freigeschaltet. Es gab quasi nichts Besonderes, muss ich echt mal sagen. Lame. Du hast alle Sternenmünzen gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Du hast den Abenteuermodus abgeschlossen. Super! Dir wurde der 5. Stern verliehen. Jetzt kannst du jedes Toadhaus beliebig oft besuchen. Und ich glaube, das war's. Also ernsthaft, die hätten doch ein bisschen einen besonderen Level hinpacken können, weil das war nix. Also hart nix. Das hätte ich, wenn es sogar irgendwo in Welt 3 oder so ein Level gewesen wäre, hätte ich gesagt, das war nichts Besonderes. Ja. Ja, das wäre soweit gewesen. Speichern kann man übrigens, ne? Ist ja ganz klar, nachdem man Peach gerettet hat, die ganze Zeit. Da sind die Coins. Ne? Ist klar, wir haben eben die Meldung bekommen, dass ich alle habe, deswegen brauche ich nicht überprüfen, aber... Dann gucken wir uns noch die 5 Sterne an. Und das wär's soweit. Natürlich gibt's noch ein paar andere Modi, aber ich habe mich auf das Hauptspiel konzentriert. Und wir werden bald beginnen. Also als wär's der nächste Part, so werden wir beginnen mit New Super Luigi U. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Alles klar, danke fürs Dabeisein, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe, euch hat New Super Mario Bros. U Deluxe gefallen. Wie gesagt, das geht ja quasi nahtlos weiter. Deswegen keine großen Abschiedsgefühle. Aber ein schönes Spiel, definitiv. Solide, einsteigerfreundlich und trotzdem eine nette Herausforderung, wenn man die 100% sammeln möchte. So viel dazu. Dann ein Däumchen wäre ein Träumchen und bis zum nächsten Mal bei New Super Luigi U Deluxe. Bis dann und ciao!